Ihr seid also zurück aus der Wildnis. Hattet ihr Erfolg? Gut. Die Magier des Zirkels haben alles vorbereitet. Jetzt, wo wir das Blut haben, können wir sofort mit dem Beitritt beginnen. Beim Turm war eine Frau und ihre Mutter hatte die Schriftrollen. Sie waren beide ziemlich seltsam. Gehören sie zum wilden Volk? Das denke ich nicht. Sie sind vielleicht Apostatinnen, Magierinnen, die sich vor der Kirche verstecken. Ich weiß, dass du ein Templer warst, Alistair. Aber die Angelegenheiten der Kirche gehen uns nichts an. Wir haben die Schriftrollen, also konzentrieren wir uns jetzt auf den Beitritt. Hervorragend. Du wirst Mut brauchen, um dich dem Kommenden zu stellen. Mut? Wie groß ist die Gefahr, in der wir schweben? Ich will euch nichts vormachen. Wir grauen Wächter bezahlen einen hohen Preis, um das zu werden, was wir sind. Das Schicksal entscheidet, ob ihr den Preis erst später oder schon jetzt bezahlt. Genau wie die dunkle Brut im Kampf. Aber ihr werdet nicht ausgewählt worden, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, dass ihr eine Überlebenschance habt. Dann mal los. Ich brenne darauf, mir diesen Beitritt jetzt anzusehen. Ich stimme zu. Bringen wir es hinter uns. Dann lasst uns beginnen. Alistair, bring sie zum alten Tempel. Je mehr ich über diesen Beitritt höre, desto weniger gefällt er mir. Fangt ihr schon wieder an zu flennen? Was sollen all diese verdammten Tests? Habe ich mir meinen Platz nicht schon längst verdient? Vielleicht ist es so Tradition. Vielleicht wollen sie euch nur ärgern. Ich weiß nur, dass meine Frau in High Ever ist und ein Kind erwartet. Wenn sie mich vorgewarnt hätten. Es ist einfach nicht fair. Wärt ihr hergekommen, wenn sie euch gewarnt hätten? Vielleicht haben sie es genau aus diesem Grund nicht getan. Die Wächter tun, was sie tun müssen, richtig? Und dazu gehört auch, uns zu opfern? Ich würde noch weit mehr opfern, wenn ich wüsste, dass es die Verderbnis aufhält. Tun wir nicht? Die grauen Wächter haben die Welt schon einmal vor der dunklen Brut gerettet. Ich würde sagen, sie wissen besser als jeder andere, was dafür nötig ist. Ihr habt die dunkle Brut gesehen, Sir Ritter. Würdet ihr nicht sterben, um eure hübsche Frau vor ihr zu retten? Ich... Vielleicht sterbt ihr. Vielleicht sterben wir alle. Aber wenn niemand die dunkle Brut aufhält, sterben wir mit Sicherheit. Ich bin nur noch nie auf einen Gegner getroffen, den ich nicht mit dem Schwert bekämpfen konnte. Lasst uns also mit dem Beitritt beginnen. Die Grauen Wächter wurden während der ersten Verderbnis gegründet, als die Menschheit am Rande der Vernichtung stand. Und es begab sich, dass die ersten Grauen Wächter vom Blut der dunklen Brut tranken und ihre Verderbtheit überwanden. Wir sollen das Blut dieser Kreaturen trinken? So wie es die ersten Grauen Wächter vor uns getan haben und wie wir es vor euch getan haben. Das ist die Quelle unserer Kraft und unser Weg zum Sieg. Diejenigen, die den Beitritt überleben, werden immun gegen die Verderbtheit. Wir können sie in der dunklen Brut spüren und nutzen sie, um den Erzdämon zu vernichten. Nicht alle, die das Blut trinken, überleben. Und die, die es schaffen, werden nie wieder die sein, die sie vorher waren. Deshalb ist der Beitritt ein Geheimnis. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Vor dem Beitritt werden nur wenige Worte gesprochen, aber es sind die gleichen, die auch beim allerersten Ritual gesprochen wurden. Alistair, bitte. Tretet uns bei, Brüder und Schwestern. Kommt zu uns in den Schatten, wo wir wachsam warten. Tretet uns bei und tragt mit uns die Bürde, die getragen werden muss. Und solltet ihr fallen, wisset, dass euer Opfer nicht vergessen wird. Und dass wir eines Tages zu euch kommen werden. Davith, tritt vor.
Ein Erbauer! Es tut mir leid, Devil. Tritt vor, Jory. Aber ich habe eine Frau, ein Kind. Hätte ich gewusst... Es gibt kein Zurück. Nein! Das ist zu viel verlangt. Daran ist nichts Ehrenhaftes. Es tut mir leid. Aber der Beitritt ist noch nicht abgeschlossen. Du wirst aufgefordert, dich der Verderbtheit für ein höheres Ziel auszuliefern. Von diesem Moment an bist du ein grauer Wächter. Es ist vollbracht. Willkommen. Zwei weitere, die wir verloren haben. Bei meinem Beitritt ist nur einer gestorben, aber es war grauenhaft. Ich bin froh, dass es zumindest eine von euch geschafft hat. Wie fühlst du dich? Jory war gewarnt, dass es kein Zurück gibt, so wie ihr alle. Und als er nach seinem Schwert greifen wollte, ließ er mir keine Wahl. Es hat mir kein Vergnügen bereitet, seinem Leben ein Ende zu setzen. Aber die Verderbnis fordert Opfer von uns allen. Ich bin dankbar, dass du hier stehst als Beweis, dass sie nicht alle umsonst waren. Habt ihr geträumt? Nach meinem Beitritt hatte ich schreckliche Träume. Solche Träume kommen, wenn du anfängst, die dunkle Brut zu spüren, so wie wir alle. Wir werden es dir ebenso wie vieles andere auch in den kommenden Monaten erklären. Bevor ich es vergesse, euer Beitritt umfasst noch eine letzte Aufgabe. Wir nehmen ein wenig von diesem Blut und füllen es in ein Amulett. So haben wir etwas, das uns an die erinnert, die es nicht so weit geschafft haben. Nimm dir Zeit. Sobald du bereit bist, möchte ich, dass du mich zu einem Treffen mit dem König begleitest. Der König will die Strategie für die kommende Schlacht festlegen. Ich bin mir nicht sicher, warum er auf deine Anwesenheit bestanden hat. Das Treffen findet westlich von hier statt, die Treppe hinunter. Komm bitte dorthin, sobald du soweit bist.